Moin die Tube und herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update. Ja, die letzten Wochen und der letzte Monat quasi ist eine Menge passiert. Das mit Konami, unserer Katze. Wir waren in Mecklenburg-Vorpommern eine Menge los gewesen. Und deswegen halt auch so Locals ein bisschen durcheinander gewürfelt worden, wo wir jetzt so langsam wieder in die Spur finden. Weswegen ich aber auch jetzt wegen dem Premiere-Event von Duelist Nexus die WTF-Episode wieder eine Woche verschieben musste. Aber wir kommen immer näher wieder, dass wir wieder zurück in unseren normalen Rhythmus reinkommen. Nächste Woche Mittwoch, nächste Woche Dienstag. Am 1. August ist es ja dann, wird es dann die nächste Episode geben und dann halt Ende August dann wieder die zweite Episode. Das ist im August, werden wir dann die Doppel-Episode haben, weil ansonsten würde diese Woche so schon eigentlich viel zu voll werden, weil wir einfach schon ja, so viel am Stuff haben. Weil theoretisch für morgen halt auch noch ein Video geplant ist, neben eigentlich der Yu-Gi-Mathematik. Das heißt, wir würden morgen ein Double-Feature haben. Das kommt aber noch ganz drauf an und ich wollte halt auch nicht am Dienstag halt auch nochmal ein Double-Feature haben mit unserem Turnierbericht und der WTF-Episode. Dann hätten wir halt, sind das dann 9 Videos in der Woche? Das wäre ganz schön eine Menge gewesen. Das kann man ein bisschen besser verteilen. Für morgen ist halt auch ein Double-Feature theoretisch geplant. Ich habe das ja schon gestern hier auf dem Community-Tab nachgefragt und eine große Mehrheit hat sich halt dafür entschieden, dass wir das machen wollen. Das Problem ist halt, momentan bin ich noch mit einem meiner Großhändler am Klären bezüglich der Lieferung, weil die nicht ganz korrekt war. Da hat einiges gefehlt, was da halt da eigentlich drin sein sollen. Und bevor ich irgendwas hier weiterhin anfasse, möchte ich erstmal geklärt haben, was jetzt passieren wird. Werde ich jetzt da irgendwie Geld erstattet kriegen, kriege ich noch was nachgesendet oder brauchen die noch irgendwelche Beweisfotos? Weil solange ich da keine Antwort habe, werde ich da halt nichts anfassen und deswegen werde ich davon jetzt auch noch nichts anfassen, was Openings angeht. Ich hoffe halt, dass wir das heute irgendwie geklärt kriegen, beziehungsweise in die richtige Wege leiten können, sodass ich entsprechend halt ja, die nächsten Openings hier planen kann. Und ja, das wird ziemlich Duelist Nexus reich werden. Ich glaube, das können wir zu jedem Release machen, wo wir dann halt unterschiedlichste Arten von Produkten in unterschiedlichsten Konfigurationen auch öffnen können. Und wenn das halt alles klappt, dann würde es halt morgen mal ein Opening geben. Und das würden wir nicht um 18 Uhr machen, wie sonst halt eigentlich immer. Weil das wären ja dann nur 2 Stunden zwischen der Yu-Gi-Mathematik und dem Opening. Dann würde ich wahrscheinlich das Opening ein bisschen früher vorziehen, eventuell 15 Uhr. Oder 12 Uhr, ich guck mal, je nachdem halt, ob wir das jetzt halt drehen können oder nicht, das weiß ich halt noch nicht. Und nächste Woche würde halt theoretisch das Case-Opening anstehen, aber dazu kann ich halt jetzt erstmal noch nicht so viel sagen. Das muss ich jetzt erstmal klären und ich hoffe, das wird dann geklärt sein, weil das ist auch das allererste Mal überhaupt, dass ich bei einem der Großhändler nicht die Menge bekommen habe. Also, dass ich nicht die Menge bekommen, ist klar. Manchmal gibt es halt Zuteilungen, aber da gab es halt jetzt keine Zuteilung. Da ist anscheinend einfach irgendwie ein Fehler passiert. Und das habe ich halt bisher noch nicht gehabt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann halt funktioniert zwischen Händler und Großhändler mit, wenn da halt mal die Lieferung nicht stimmt. Müssen wir mal gucken. Bei normalen Händlern, das hatte ich schon öfters. Also, wenn ich sie selbst einfach irgendwo privat eingekauft habe, so, dass da manchmal was fehlt und so, das kann halt mal passieren. Oder dass halt irgendwas einfach weggelassen wird oder whatever. Schon alles gesehen, schon alles miterlebt. Das, wofür ich eigentlich heute den Kanal-Update mache, ist, wir werden ein richtig großes Turnier hier haben in Hamburg. Was richtig nice ist, da freue ich mich drauf. Und das wird von Olli veranstaltet. Das ist ein Charity-Event, ich lese hier mal ein bisschen ab, das in den Messehallen in Hamburg-Schnelsen stattfinden wird. Und das wird vom 12. bis zum 13. August stattfinden. Und dann wird es gleich zwei Arten von Turnieren geben. Dort wird es einmal ein Yu-Gi-Oh!-Großturnier geben und ein Magic-Großturnier. Ich weiß gar nicht, ob es das sogar in unterschiedlichen Formaten gibt. Ich werde hier euch das auch gleich einfach mal mit so über mein Gesicht laufen lassen. Und da könnt ihr einmal ja, die gesamte Nachricht davon euch auch nochmal durchlesen. Das wird ein Großturnier sein. Für beide Turniere sind, glaube ich, oder für beide Kartenspiele sind quasi 290 Spieler ausgelegt worden. Momentan sind wir, glaube ich, bei Yugi bei ungefähr 90 Anmeldungen. Da geht noch einiges und es sind ja auch noch 2 Wochen hin. Und deswegen dachte ich mir, ich mache mal so ein bisschen Werbung von meiner Seite aus, weil ich werde da auch mit dran teilnehmen. Das ist jetzt keine Werbung von Olli Spielecenter Seite aus oder so, weil ja, ich mache das einfach so, damit wir halt mehr Spiele haben, weil ich freue mich halt, wenn wir Großturniere ein bisschen mehr auch bei uns hier im Norden hätten. Dass wir vielleicht irgendwann mal eine YCS Hamburg hätten, das wäre doch mal eine richtig coole Sache. Und ja, das ist ein Charity-Event, das ist für das Kinderhospiz Sternbrücke. Soweit ich das jetzt verstanden habe, ich war mal kurz auf deren Homepage, das ist ja, ein Hospiz, das Menschen, die 27 Jahre oder jünger sind, dabei begleitet, weil sie eine unheilbare Krankheit haben und den halt in den letzten Tagen, Monaten und Jahren begleiten, um denen halt nochmal einen würdevollen Abschied im Leben noch mitgeben zu können. Und das ist halt allgemein auch die, wie nennt man das?
Der Partner auch von Olli Spielecenter, allgemein nehmen wir vorne auch so eine Dose, da kann man halt immer Geld mit reinschmeißen. Das wird dann halt denen gespendet, da kriegen sie, da hängen dann auch überall diese Spendenbescheinigungen, die sie dann von denen bekommen. Das heißt, die arbeiten mit denen schon sehr lange zusammen und dieses Mal machen sie halt ein Großturnier, wo halt viele Sponsoren auch mit dabei sind. Dort wird es eine Tombola geben. Ich glaube, Eintritt ist 25 Euro. Dort wird es Tombola-Lose geben mit unterschiedlichsten Preisen, die da drin sind. Dort wird es Hüllen dazu geben. Und natürlich halt der wichtigste Punkt, weswegen wir spielen, ist halt das Charity-Event für das Kinderhospiz. Und ich würde mich freuen, wenn halt viele vorbeischauen würden. Ich werde auch damit am Start sein. Ich werde da bestimmt auch irgendwas filmen. Falls andere YouTuber auch vorbeikommen wollen, die ich auch so ein bisschen größere, die ich auch kenne, die können auch theoretisch bei mir vorbeikommen. Dann kann man da zusammen hinfahren. So ein Blick zu Schattenspieler, falls er Bock hat. Der guckt ja gerne meine Kanal-Updates. Da könnten wir halt dann was machen. Könnte man auch vor Ort wahrscheinlich was aufnehmen. Müssen wir halt gucken, wie laut das da ist oder ob wir da noch ein paar Tische für uns zusammenkriegen. Das könnte ich alles mit Olli nochmal besprechen im Voraus. Ich werde aber halt auch erstmal als Spieler da sein. Ich werde daran teilnehmen. Je nachdem, wie es läuft, schauen wir mal. Es wird halt ein Day One geben mit zwischen 8 bis 9 oder 7 Runden. Je nachdem halt, wie viele Spieler wir nachher dann sein werden. Und dann halt noch ein Top Cut, der dann Day 2 ausgespielt wird. Das heißt, es ist ein Two-Day-Event. Es wird aber auch Public-Events geben, soweit ich es verstanden habe. Aber ich glaube, nur Day 2, weil ich glaube, für Day 1 wird das halt so voll sein, dass die halt nicht den Platz haben werden für Public Events. Ihr könnt aber, glaube ich, vorbeischauen und euch mal ein bisschen umsehen. Und natürlich, ich glaube, Olli wird da bestimmt auch einen Stand haben, wo ihr halt auch das, was ihr halt normalerweise auf den Locals kaufen könnt, auch bei Olli einkaufen könnt, beziehungsweise vielleicht ein kleineres Sortiment oder ansonsten besorgen die euch das vielleicht auch noch im Laufe des Tages. Da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich freue mich drauf, das wird halt quasi das ganze Wochenende sein. Das heißt, diesbezüglich muss ich auch irgendwie Locals technisch mich wieder vorbereiten, sodass ich ein bisschen umdingse. Aber da werden wir auch mal wieder ein bisschen competitive unterwegs sein. Und ja, ich bin gespannt, wie viele Leute vorbeischauen werden. 290 Plätze ist halt, das wäre mal eine schöne Konkurrenz zu dem, was die ganzen anderen Großturniere machen, so in Karlsruhe und Frankfurt. Wäre schön, wenn wir das auch irgendwie voll, oder nee, nicht unbedingt voll kriegen, aber halt ein bisschen höher kriegen, sodass wir auch mal ein bisschen hier als Nordlicht mal so ein kleines Hallo an die gesamte Community geben, dass wir hier auch größere Turniere veranstalten können und das auch alles für einen guten Zweck. Ja, das war's dann hier von mir eigentlich. Das ist eigentlich schon alles gewesen. Wir werden mal schauen, wie jetzt der August laufen wird. Ein paar Sachen sind so ein bisschen unvorhergesehen passiert im letzten Monat, deswegen bin ich noch ein bisschen adjuste. Aber ich denke mal, wir haben ganz gut die Zeit jetzt nach Konami überstanden und shapen langsam mal so unseren Kanal mal darum rum, dass wir halt wieder unseren eigenen geilen Scheiß machen. Und das wird jetzt Step für Step kommen. Ich werde wahrscheinlich mich nächsten Monat auch ein bisschen damit auseinandersetzen, dann, wie gesagt, zu diesen coolen Locals-Videos dann ein Skript anzufertigen und dann mal die ersten Locals mal zu scouten und zu gucken, dass wir mit dem sowas mal aufnehmen können. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem Großturnier bei Olli oder ansonsten auf Locals oder bei einem der nächsten Videos. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.